müssen wir nun damit, dass einmaliger Würfelwurf und fünfmaliger Münzwurf sich so ähnlich sehen, aber es offenbar gar nicht sind, als ewigem Mysterium leben? Bernoulli war sich sicher, nein, müssen wir nicht. Er hat sich genau solche Experimente mit zugrunde liegenden Dichotomen, also 0-1 kodierten Zufallsvariablen, näher angeschaut. Seine einzige Voraussetzung war, dass man die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser zugrunde liegenden Zufallsvariablen kennt. Man kann also hier Zahlen für die Wahrscheinlichkeit der Treffer P und die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus P der Nieten einsetzen. Solche Experimente können n-mal durchgeführt werden. Und die Häufigkeit der Treffer notieren wir uns jedes Mal. Gesucht ist nun die Wahrscheinlichkeitsverteilung eben dieser Trefferhäufigkeiten. Bernoullis Ziel war es, diese mathematisch herzuleiten. Und was meinst du? Bernoulli hat das hingekriegt. Nicht nur für einen Münzwurf, sondern ganz allgemein für fast beliebige Zufallsexperimente. Diese Zufallsexperimente müssen dichotom sein, also zwei mögliche Ergebnisse haben. Die Zufallsvariable dafür muss 0,1 kodiert sein, wobei die günstigen, die Treffer, die 1 erhalten sollen. Und die ungünstigen, die Nieten, die Null. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Zufallsvariablen muss bekannt sein. Die Wahrscheinlichkeit der Treffer darin nennen wir mal P, genau wie seinerzeit bei Laplace. Damit liegt auch die Wahrscheinlichkeit der Nieten unmittelbar fest. Die ist nämlich 1 minus P oder auch Q. Bei unserem Münzwurf, da waren P und Q gleich, also 0,5. Aber das muss gar nicht so sein. Bernoullis Lösung funktioniert bei beliebigem P zu Q. Das hier war meine Liste der möglichen Kombinationen von Kopf und Zahl beim fünfmaligen Münzwurf, die ich vorhin aufgeschrieben habe. Ihr seht, es gibt nur eine mögliche Kombination für fünfmal Zahl. Dass alle Münzen Zahl zeigen, ist also sehr selten. Meine fünf Münzen können aber auf fünf verschiedene Weisen viermal Zahl und einmal Kopf zeigen. Kopf kann die erste Münze sein, die zweite Münze, die dritte, die vierte oder die fünfte. Dreimal Zahl ist auf noch mehr verschiedene Weisen möglich, nämlich auf 10 verschiedene Weisen. Dasselbe gilt für zweimal Zahl. Muss auch so sein. Dreimal Zahl heißt gleichzeitig zweimal Kopf und zweimal Zahl heißt gleichzeitig dreimal Kopf. Das muss dasselbe sein. Einmal Zahl gibt es dann wieder nur in 5 Kombinationen. Und bei keinmal Zahl, also 5 mal Kopf, da habe ich überhaupt keine Freiheitsgrade mehr. Das gibt es wieder nur ein einziges Mal. Was hatten wir vorhin anhand unseres Wahrscheinlichkeitsbaums gezeigt? Wir dürfen die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse aus jedem dieser 5 Trials einfach durchmultiplizieren, um auf die Wahrscheinlichkeit jeder einzelnen dieser 32 Kombinationen zu kommen. Hier oben, da hätten wir also 5 mal P von Zahl. Also 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Gleich 0,03125. Obacht! Wir haben hier den ganz trivialen Fall, in dem die beiden Realisationen jedes Trials gleich wahrscheinlich sind. Also 0,5 Kopf und Zahl kommen gleich wahrscheinlich vor. Damit wird das Ganze hier so ein bisschen witzlos. Egal welche Kombination von Kopf und Zahl ich betrachte, da steht immer 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Trotzdem machen wir das hier mal weiter, um Bernoullis Erkenntnis nachvollziehen zu können. Danach schauen wir aber, wie das ausgesehen hätte, wenn wir unsere gezinkte Münze geworfen hätten, damit es etwas spannender wird und man das allgemeine Prinzip nochmal direkt am Beispiel sehen kann. So, als nächstes kommt 3 mal P von Zahl mal 2 mal P von Kopf. Dann 2 mal P von Zahl mal 3 mal P von Kopf. Dann 1 mal P von Zahl mal 4 mal P von Kopf. Und schließlich 5 mal P von Kopf. Achtet darauf, dass die Reihenfolge, in der wir die Wahrscheinlichkeiten durchmultiplizieren, egal ist. Das ist Schulmathematik. Den Produkten hier ist die Reihenfolge völlig wurscht, in denen sie miteinander multipliziert werden. 2 mal 5 ist dasselbe wie 5 mal 2. Aber wegen der verschiedenen Kombinationen meiner 5 Münzen hier kommen die Produkte unterschiedlich häufig vor. Bernoulli hat uns zuerst mal erkannt, dass man diesen Multiplikationssatz hier mathematisch etwas schlanker schreiben kann. 5 mal P von Zahl, das ist P von Zahl hoch 5.
4 mal P von Zahl mal 1 mal P von Kopf. Das ist P von Zahl hoch 4 mal P von Kopf. 3 mal P von Zahl mal 2 mal P von Kopf ist P von Zahl hoch 3 mal P von Kopf hoch 2. 2 mal P von Zahl und 3 mal P von Kopf, das ist P von Zahl hoch 2 mal P von Zahl hoch 3. 1 mal P von Zahl mal 4 mal P von Kopf ist P von Zahl mal P von Kopf hoch 4. Und schließlich ist 5 mal P von Kopf gleich P von Kopf hoch 5. So richtig nach einer systematischen Regel sieht das hier aber noch nicht aus. Scheint aber nur so. Denn zunächst mal können wir für 1 mal P von Kopf und 1 mal P von Zahl einen Exponenten von 1 dran schreiben. Dann steht hier oben P von Zahl hoch 4 mal P von Kopf hoch 1. Und dort unten steht P von Zahl hoch 1 mal P von Kopf hoch 4. Schon besser. Und jetzt muss man sich noch an eine Regel aus der Schulmathematik erinnern, die man vermutlich damals schon für so ein bisschen skurril gehalten hat. Irgendwas hoch 0 ist 1. 5 hoch 0 ist 1 und 5000 hoch 0 ist auch 1. Und damit kann ich jetzt tricksen. Ich kann hier oben etwas dazu schreiben, nämlich P von Zahl hoch 5 mal P von Kopf hoch 0. P von Kopf hoch 0 ist aber 1. Und deshalb steht da eigentlich mal 1. Und das ist dasselbe wie vorher. Mit 1 kann ich multiplizieren, bis ich schwarz werde. Das ändert gar nichts. Genau diese Ergänzung kann ich auch ganz unten vornehmen. Wir haben 0 mal Zahl. Also schreibe ich P von Zahl hoch 0 mal P von Kopf hoch 5. P von Zahl hoch 0 ist wieder 1, womit dort dasselbe steht wie vorher. Jetzt haben wir unsere Regel.